So. Hier raus wieder. Gehen wir also ins Lucky Star Motel oder Hotel? Motel? Weiß ich gar nicht. Ich glaube Motel. Wie gesagt, ich gehe mal stark davon aus, dass dieser Druck, den wir da gefunden haben oder den wir angeleiert haben, dass das irgendwas damit zu tun haben wird. Mit dem Drehbuch. Das Dumme ist allerdings, ich muss kurz mal gucken, wir haben noch 4 Maskerade. Wenn wir wieder aus dem Lucky Star Motel rauskommen, werden wir wahrscheinlich wieder einen Maskeradenpunkt verlieren, einfach so, weil ich es nicht verhindern kann. Was ich auch gestanden ein bisschen ärgerlich finde. Vielleicht gibt der mir dann das Band Tap Hotel. Wäre jetzt nicht ganz unwahrscheinlich. Immerhin hat er zumindest schon mal mit der Dingens zu tun. Mit der Filmbranche. Lass mich raten, du bist nicht der Typ, der das Drehbuch schreibt, oder? Nee, du bist nur der andere. Ach so, sind sie Hatter? Dieses Drehbuch, ich will es haben. No, you can't. Oh, ich kann überzeugen. Wenn du willst, dass ich verschwinde, gib mir dein Drehbuch. Here. Danke. Gewonnene Erfahrung 2. Den Namen von Co-Autor, dann sind wir fertig. His name? He goes by Julius. That's all I know. I'm supposed to meet him tonight. He's just a weird beach bum under the Santa Monica Pier. Man, why are you doing this to me? Danke für Ihre Mithilfe, David. Und denken Sie daran, alles was hier passiert ist, psst. Nach dieser Nacht wird es niemals mehr jemanden sagen können. Bis dann. Nein, ich sage einfach mal tatsächlich, ich bleib geheimnisvoll. Nummer 1. Tschüss. Und ich verliere einen Maskeradenpunkt. Na komm, mach schon. Das ist so ärgerlich, ganz ehrlich. Ja, toll, kann ich nichts machen. Ich stelle mir gerade vor, wenn ich jetzt mehrmals rein und raus gegangen wäre, einfach so, weil ich... Keine Ahnung, übrigens dein Röckchen wippt gefährlich nach oben. Dann hätte man als Maskerade letztendlich keine Chance, weil man letztendlich dann geläutert werden würde, weil man, ja, die Maskerade gebrochen hat komplett. Aber gut, da muss man rechnen. Muss also praktisch die Anzahl, ja ist ja gut, dass die Anzahl zählt an Besuchen, die man dem Lucky Star Motel abstattet. Und vielleicht versuche ab und zu mal noch einen Maskeradenbonus zu bekommen durch irgendwelche lustigen Quests. Wie auch gerade jetzt. Ich nehme an, ich kriege jetzt wieder einen Maskeradenbonus insgesamt, wenn ich jetzt den Typen erledige, der am Santa Monica Pier rumläuft. Da kann ich vorher mit dir reden nochmal. Ja, ich sag mal, Vivi. Ja, du bist sowieso nicht meine Freunde, du bist einfach nur irgendeine Tusse. Zu Hatter. Hier ist Hatters Drehbuch. Warte mal, weißt du was? Vergiss es jetzt kaum noch besser wieder, weil ich will erstmal selber das Hatters Drehbuch lesen. Ah ja. Was ist das? Ja, ein Drehbuch. Der Umschlag mit David Hatters ist Hatters Drehbuch. Er ist provisorisch mit die Menschheit gegen die Vampirherre beschrieben. Überschrieben. Ach Mist, können wir leider nicht lesen. Ja, halt Velvet. Oder nein, Miss Velour diesmal. Velvet will do nicely. Ach, weißt du. Zu Hatter. Hier ist Hatters Drehbuch. Oh, I suppose I should just tear it up. But I just... I can't. I can't rip up the product of that man's soul. Here. Would you? Tear it up for me. Kannst du überhaupt irgendwas, sag mal? Na klar. Oder mach's doch selbst, du pompöse Posatoriador Heulsuse. Ja, ach, das sag ich mal. Fine. Ich habe den Namen seiner Quelle in Erfahrung gebracht. Are they? I mean, did you? Are they? Nein, noch nicht. Ich werde es sofort in Angriff nehmen. Are they klingt so ein bisschen, wie als hätte sie, wüsste sie irgendwas davon. Als ob es irgendwie mehrere wären. Okay, wir müssen also zurück nach Santa Monica. Aber vorher, das habe ich nicht vergessen, werde ich nochmal ins chinesische Theater gucken, weil es, glaube ich, der einzige Ort ist, wo ich noch nicht nach dem Band gesucht habe, bis auf den Friedhof natürlich. Aber ich kann mir auch wahrscheinlich nicht vorstellen, wo da das Band sein sollte, außer es wäre möglich, dass es noch irgendwie in dieser Gruft ist, wo man in die Baue hineinkommt, wenn die Baue dann das Verratu. Aber da habe ich auch schon ein paar Mal durchgelaufen, da habe ich auch nichts Entsprechendes gesehen. Also gucke ich nochmal kurz hier im chinesischen Theater, dann habe ich zumindest Hollywood, soweit ich weiß, abgeklappert. Es sei denn, es liegt noch irgendwo in irgendeiner Hintergasse, die ich noch nicht gesehen habe oder sowas in der Art. Ich hoffe nicht. Ich sehe schon, ich brauche wieder ein bisschen Blut, aber okay. Gehen wir erstmal hier rein. Speier nochmal ab. Kann die schaden. Und gehen hoffentlich gleich hier rein. Ja, jetzt. Jetzt, ja.
Der Gargoyle ist ja mittlerweile Geschichte. Habe ich hier irgendwas vergessen? Jede Menge Trümmer vom Kampf noch. So eine Karte, die aussieht wie eine Kondompackung. Kann ich hier rein? Ich kann hier rein. Ich kann hier rein! Habe ich das schon mal gemacht? Ich glaube nicht. Na, jetzt mache ich mal ein bisschen hier Strip Mining oder Strip Searching. Nein. Nein. Hier sind auch nur irgendwelche Fetzen von Papier. Das ist aber trotzdem ziemlich geil aus, muss man sagen. Schicke Kulisse mit dem Licht, was von oben reinbricht. Wahrscheinlich schwingt sich der Gargoyle ja die Nacht empor. Kann man hier was machen? Ist das die Tür noch begehbar? Nein, hier ist auch nichts. So ein paar alte Kinosessel. So eine Leinwand noch irgendwas. Ich sehe nichts derartiges. Kann man hier irgendwas machen? Kann man hier überhaupt irgendwas machen? Ich meine, den Projektorraum, wenn das Bein zu alt ist, dann kann man durchaus. Ach, es kann sein, dass wir keine Videokassette suchen, sondern einfach ein. Hier, wie heißt es? So eine Kinorolle, das kann natürlich auch sein. Ja, gut, Kinorollen sind ja dann tatsächlich eher da hinten. Das heißt, die müssen wahrscheinlich hier hoch, oder was? Wenn man da hoch kann. Man kann hier hoch. Kann man hier rein? Nein, kann man nicht. Schade. Das wäre jetzt zu schön gewesen. Wenn wir irgendwie in den Projektorraum gekommen wären. Oder so. Hier vielleicht? Nein, da. Nein. Warum kann man dann da vorne in den großen Raum rein? Ich meine, da war ich noch nie drin. Was ist das? Nee, auch noch ein Zettel. Das auch nix. Für mich sieht gerade alles aus wie eine Videokassette oder wie ein Band. Das muss ich leider gerade gestehen. Alle Trümmer sehen für mich gleich aus. Was kann man hier machen? Kann man irgendwie die Musikanlage einschalten und irgendwie so einen alten Film ablaufen lassen? Weil da oben komme ich alleine nicht rein. Das ist ein bisschen schade. Aber das wirkt, als könnte man irgendwas Cooles hier machen. Als gäbe es hier irgendwie so ein geiles Gimmick-In-Game-Event oder sowas. So ein bisschen wie In Extremo und Gothic 1. Dass jetzt irgendwelche Leute auf der Bühne auftreten und eine schaurige Band. Xandria würde sich natürlich anbieten für dieses Spiel. Gegenstand halten, Videokassette! Lal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 a. Tap-Hotel! Stepptanzhotel? What? Scheißegal, wir haben es auf jeden Fall. Gary kann sich freuen. Das war ja aber echt gut versteckt, beim besten Willen. Eine schwarze Videokassette auf dunkelbraunem Holz. Wahrscheinlich wäre es einfacher gewesen, hätte ich einen größeren Wahrnehmungswert. Hätte das Ding gleich geleuchtet, wahrscheinlich. Ich glaube, beim allerersten Mal Vampire the Masquerade Bloodlines Spiel, sollte man tatsächlich ein bisschen in Wahrnehmung investieren. Weil man, glaube ich, sonst viele Gegenstände einfach nicht findet. Ihr habt ja gesehen, wie lange ich nach diesem großen blöden Band gesucht habe, weil es einfach nicht blau für mich leuchtet. Was habe ich denn? Wahrnehmung? Wahrnehmung 1. Ja, das könnte es vielleicht noch sein, dass es daran liegt. Gut. Wir könnten also jetzt direkt in die Baue gehen und, ich würde sagen, das machen wir direkt mal. In der Hoffnung, dass, unsere Herren Unterwelt auch wieder da sind. Wir müssen ja eh nochmal in die Baue, um die Datensee zu holen. Und der kürzere Weg ist ja, Gott sei Dank, das machen die ja wirklich richtig so, der kürzere Weg ist ja über den Friedhof, ich werde nicht nochmal durch die Kanalisation latschen. Das war echt ein Reinfall. Ich glaube, hier kam ja ganz gut durch, nicht wahr? Ja, also auch ungesehen durch vor allem. Hallo, die brauche ich kurz mal. Nein! Nein! Oh Gott! Es tut mir leid. Ich muss es kurz nochmal laden. Das war einfach zu dumm gerade von mir. Und ich meine, ich habe schon zwei Maskerade verloren. Gehen wir halt noch hier rein, holen schnell das Tap-Hotel wieder, ja. Ich habe ja schon zwei Maskerade verloren und will jetzt nicht durch diesen dummen Einfall von mir, dass ich eine Ratte mitten auf der Straße trinke. Aber was denke ich mir eigentlich? Das wäre ich eine Kanalisation. Ich bin immerhin unter feinen Herrschaften, in den Obdachlosen in dem Fall. Da einfach eine Ratte auszulutschen, schnell, das war ja auch richtig dumm. Na gut, das, kleine Sünden bestraft der liebe Herr sofort, sag ich mal. Und er lässt mich das Ganze normal spielen, also machen wir das kurz mal. Und damit habe ich auch schon meinen, ersten Quickload für diese Aufnahmesession verbraten. Das heißt, beim nächsten Mal gibt es einen Screenshot, wie wir ja wissen. Und wir gehen wieder auf zum Friedhof. Diesmal trinken wir kein Blut mit auf der Straße.
erregt zu viel Aufmerksamkeit. Ich würde mal ganz gerne mal hier rein, weil das mal so ein bisschen geiler aussieht. Hier irgendwie, als ob es hier irgendwie so ein nettes kleines Lädchen gäbe mit irgendeinem mysteriösen Besitzer. So ein bisschen wie in Chinatown. Dem Herrn der Augen wollte. Nur halt irgendeine westliche Version davon, aber gibt's leider nicht. Schade, schade. Ich bitte, wenn ich jetzt wieder reingehe, wird zum Metalhead Industries mal wieder irgendwelche neuen Schläger davor stehen. So, gehen wir gleich hier rein. Oh, oh, oh. Das war ein wenig gefährlich. Und hier runter. Und schwupp, wird geladen. Ich müsste eigentlich immer noch mal versuchen, nochmal den Friedhof zu retten, aber das ist ja, glaube ich, nicht möglich. Zumindest nicht als Nosferatu. Weil wir halt keine Geschwindigkeit haben. Und ohne Geschwindigkeit kann man diese Mission nicht so richtig bestehen. Oder Geschwindigkeit oder sehr gute Schießfähigkeiten. Beides habe ich davon nicht. Ich bin ja eher wirklich das Nahkampfmonster. Aha, aha. Aber mir wurde mal angedeutet, dass ich das auch irgendwie in Anführungsstrichen sozial lösen könnte. Also indem ich irgendwelche Aufträge für ihn erledige, dass er sozusagen auf dem Friedhof bleibt und über den Friedhof wacht. Und ich dafür irgendwas mache. Also für ihn irgendwas in der Stadt erledige. Das muss ich mal gucken, ob das mal irgendwie geht. So, gehen wir hier rein. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo das war. Ich glaube hier links oder so, ne? Ist das korrekt? Oh ja. Nee, doch nicht. Ja, dann was anderes. Hier vielleicht? Nein. Hier? Nee, hier komme ich gar nicht rein. So mittig auch nicht. Gucken wir uns mal den rechten Flügel an. Hier komme ich nicht rein, da komme ich nicht rein. Da komme ich nicht rein und da komme ich nicht rein. Gut, dann muss es wirklich da drüben gewesen sein. Die zweite Tür, die sich öffnen ließ. Ach Quatsch. Also hier irgendwie. Nein. Hallo? Nein. Sag mir jetzt bitte nicht, dass das nur ein Ausgang ist und dass ich hier nicht reinsteigen kann. Das wäre echt ärgerlich. Das wäre wirklich ärgerlich. Oh mein Gott. Also wenn ich jetzt wirklich durch die Kanalisation gehen muss, um wieder dahin zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen, steige ich das raus, weil das ist echt ein... Da. Gott sei Dank. Ich hätte es rausgeschnitten, weil es einfach nur ein langweiliger Weg gewesen ist. Wäre. Geh da runter. Geh da runter. Danke. Indem ich wieder vor irgendwelchen Monstern fliehe und bla bla bla. Und ihr habt das ja schon mal gesehen und ich... Das dauert halt locker mal wieder, also keine Ahnung, 7 Minuten oder sowas, indem ich einfach nur dumm rumlaufe und ich kenne die Strecke, kennt sie gerade sogar zweimal. Muss nicht sein. So, Gary. Wir haben ein Band für dich, wenn Gary auftaucht. Gary? Gary ist immer noch nicht da. Das kann nicht sein. Logbuch. Los Angeles. Nee, Quatsch. Hollywood. Gary tauscht ein Poster von Jeanette Wörmann gegen ein Band mit dem alten Film Tap Hotel. Werft sie das Band einfach in ihren Briefkasten und sehen sie später in ihrer Zuflucht nach Mails. Ich habe eine lustige Idee. Ich werfe das Band einfach mal in meinen Briefkasten und komme nicht hier runter extra. Aber wenn ich schon hier bin, kann ich kurz mal gucken, ob wieder irgendwelche Leute da sind. Mal abgesehen von Gary selber. Ich würde zum Beispiel auch mit Nick sehr gerne wieder mitnehmen. Weil auch der könnte jetzt aber irgendwie eine Belohnung geben dafür, dass wir seine Hosts eingerichtet haben. Hier ist ein Lagerraum. Hier konnte man nicht rein. Hier vielleicht. Ja, hier würde normalerweise mit Nick stehen, aber er steht nicht hier. Okay, meine Nosferettenfreunde sind ausgeflogen, immer noch. Toll, super. Jetzt habe ich nur noch diese komische hysterische Alte da. Die da. Hey, bis später. Die mir allerdings nicht so richtig viel bringt. Ja gut, dann gehen wir wieder hoch. Und werfen das Band in unseren Briefkasten. Ich glaube, wenn ich gleich gelesen hätte darüber, dann wäre das vielleicht besser gewesen. Also wenn ich gleich den Auftrag gelesen hätte, hätte ich gleich gelesen, okay, ich werde heute einfach so nach Santa Monica gehen, wo wir eh hin müssen. Na komm. Weil wir müssen ja da zum Strand. Um irgendein Plappermaul zum Schweigen zu bringen. Ist okay, machen wir das kurz mal. Wir durch den lustigen kleinen Erdgang. Dann diese Leiter da hoch.
die alles andere als vertrauenserweckend aussieht. Ja. Dann feststellen, dass wir irgendwie nicht so richtig herauskommen. Doch, jetzt geht's. Und dann landen wir unten. Sehr schön. Spieler haben mit Leitern ja immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Hier raus, da raus. Wunderbar. So. Kann ich hier raus? Nein. Aber hier. Ja, das sieht gut aus. Wundervoll. Kein Ladebildschirm, weil der Friedhof noch zum selben Gelände gehört. Wir werden noch einmal laden, wenn wir den Friedhof verlassen. Irgendwie sieht der Friedhof trotzdem in keinem so besonders guten Zustand aus. Also diese ganzen Erdhügel hier könnten etwas hübscher gestaltet sein, sag ich mal. Obwohl insgesamt die Grabsteine ganz hübsch sind. Und relativ opulent. Na gut, die Säule ist auch umgefallen. Also ist schon eher ein bisschen verfallen. Bisschen seltsam dafür, dass es ein Friedhof auf Hollywood oder in Hollywood sein soll. Könnte man erwarten, dass es vielleicht ein bisschen schicker aussieht. Also auch ein bisschen schicker gepflegt ist. In Hollywood leben jetzt nicht gerade die Ärmsten der Armen. Aber gut. Das Günstige ist, wir müssen jetzt eh durch die Kanalisation reisen brauchen und können da finden dann gleich wieder eine Ratte. Das heißt, wir können unseren Blutvorrat auch gleich wieder auffrischen. Muss nur kurz rausfinden. Was geht denn da ab, bitte? Das ist eine Fackel? Okay, warte mal. Wer bist du denn? Also Fackeln nutzen ja eher Vampirjäger oder sowas. Ja, warte mal, eine Fackel von irgendjemandem. Tschüss. Tschüss, Fackelmädchen. Oh, das dumme Gefühl, dass es eine Vampirjägerin ist. Tschüss. Ja, wie auch immer. Ich werde immer noch angegriffen, aber die befinden sich scheinbar oberhalb des Gullis. Ja, kann sie ja machen. Ich werde dabei nach Santa Monica reisen. Wir werden also von Vampirjägern angegriffen. Ah ja. Oder gesucht. Das ist ja interessant. Ich meine, gut, mittlerweile auch nicht mehr so unglaublich verwunderlich. Wir haben ja schon einige davon getötet. Unter anderem Grünfeldbach, ihren absoluten Chef. Da können die schon mal ab und zu ein bisschen sauer werden. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Was ich mir eigentlich nicht vorstellen könnte, dass hier überhaupt kein Stadtplan sein soll. Ja, da hinten sieht doch ganz gut aus. Oder der hier vorne. Oh ja, oh ja, oh ja. Griffith Park, nein, das noch nicht. Santa Monica, genau. Na komm. Was du musst, wir müssen übrigens immer noch die Daten-CD finden. Damit uns der hier ansässige Nosferatu, dessen Namen ich wirklich immer vergesse, ist echt ein Traum, auch noch irgendwas Cooles beibringt, was wie er mir sagte. Ich weiß nicht, was das sein soll. Vielleicht Schlosserknacken oder was? Oder mehr Heimlichkeit. Wo bin ich hier? Ah, ja. Gut. Gehen wir doch zunächst einmal in unser wunderbares Apartment. Also nicht wirklich rein, aber zumindest zu unserem Briefkasten. Ist jemand hier? Nein, das ist sehr schön. Oh, 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 das war gerade... Völlig übersehen. Uiuiui. Ich habe das dumme Gefühl, die Frau wartet auf mich. Bin mir nicht ganz sicher. Aber das ist... Naja, gut. Dann machen wir es halt anders. So. Wer kann mich denn sehen? So. Besser. Hallo, gnädige Frau. Achten Sie nicht auf mich. Ich bin gar nicht da. Ja, eine Vampirjägerin. She's so Buffy, she's a star. Tschüss. Es kommt mir ein bisschen seltsam vor, dass jetzt auch immer jeder weiß, wo ich zu finden bin. Nee, Klemmbrett wollte ich nicht. Ich wollte das Tap-Hotel-Band hier reinlegen. Wo ist es denn? Hier. Tap-Hotel geben. Kann ich jetzt schon mal die E-Mails checken? Das wäre natürlich geil. Wenn ich nur so schnell kommen würde. E-Mail. Oder vielleicht sagt mal irgendjemand über die Vampirjäger, die hier rumlaufen. Nein, noch nicht. Gut, wäre auch ein bisschen sehr unrealistisch gewesen. Von hier oben sehe ich sie nicht, aber das hier oben ist wahrscheinlich eh nur ein
ganz einfach ein normales Bild, ein Standbild. Fernseher kann ich anschalten, mache ich aber nicht. Und ich höre Polizei. Seltsam. Kam das schon mal vor? Ich weiß es nicht. Gehen wir nochmal raus. Ja, verführen dialogisch erscheinen in pink. Das werdet ihr in diesem Let's Play leider nicht sehen. Ja, gut, dann wieder Verdunklung. Und rein mit mir. Tschüss. Tja, kannst du noch ein bisschen warten. Wahrscheinlich denkt ihr jetzt die ganze Zeit, ich wäre nicht da gewesen. Das ist eigentlich ganz schön dumm, wenn sie schon auf mich warten. Dann müsstest du auch wissen, dass ich Nosferatu bin. Dass es ihnen gar nichts bringt. Egal. Also, dass sie auch wissen, dass ich mich verdunkeln kann. Aber gut, lassen wir das. Wo ist denn die Parking Garage? Die Parking Garage ist 7. 7 heißt, ich muss zu C oder eher zu D. Gut. Ist das F? Komm mal kurz her. Kleiner Snack für zwischendurch. Ich habe das Gefühl, dass wir gleich kämpfen müssen gegen irgendeinen Vampir. Deswegen. Apropos, muss ich wieder mein Schwert umschalten. Ach, warte mal, habe ich jetzt zwei verschiedene oder ist das. Inventar. Sind das zwei verschiedene Waffen gewesen? Die Talmahera-Klinge und der Shingunto. Ein Katana. Okay, ich habe jetzt ein Katana, ein Talmahera-Klinge und ein Shingunto. Ach so, dieses Shingunto war nur genau. Das nachgemachte Katana. Okay, ist gut. Waffe wieder weg. Und wir suchen immer noch. Suchen wir F? Nee, D suchen wir. Hier ist B. B ist ja schon mal ganz gut. Da hinten ist F. Das heißt, irgendwo muss hier auch D sein. Nee, das ist falsch. Da hinten geht es zum furchtbaren Hotel. Oder es ist ein Anwesen, was auch immer. C. Dann müsste wohl hier irgendwie D sein. Oh ja, sehr gut. Runter. Nochmal gespeichert. Für den Fall, dass hier auch irgendwelche Vampirjäger oder sowas rumstehen. Ich wette, wenn wir die umbringen, dann kommen noch mehr Vampirjäger an. Ich habe das Gefühl, es ist so. Es wird immer mehr. Ärgerlich. Aber ich bin schon mal ganz richtig. Immerhin bin ich schon mal im Parkhaus richtig rausgekommen. Und hier runter. Und hier runter. Und es wird geladen. Mal sehen, was jetzt kommt. Julius soll er heißen. So. Wer von euch. Okay. Lass mich raten. Das müsste wohl du sein. What do you want? Bist du Julius? Nee, doch. No. Hast du etwa einen Mensch von uns erzählst? Nein, sag mal, du redest zu viel, Julius. Please. I don't know. Ja, aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Zumindest nicht bei der Maskerade. Es tut mir leid, aber uns Unsterblichen gegenüber zu offenbaren, hat Konsequenzen. I'm so sorry. Please. I'll never do it again. Das ist korrekt. Julius, die Strafe für die Geschwätzigen ist der Tod. No. Oh Gott, oh Gott. Es ist ja nicht meine Regel, verstehst du? Please find your heart. Mein Gott, was quatsche ich eigentlich die ganze Zeit rum? Ich hätte schon längst zugeschlagen, langsam mal. Wenn ich dich gehen lasse und sie finden das heraus, riskiere ich mein eigenes Leben. Oder es tut mir leid, Julius, ich wünsche es gerne einen anderen Weg, genau zwei. You could let me go. I promise, I would leave Los Angeles, I swear. Das bringt leider nicht viel, weil du leider die Maskerade gefällt hast. Und da muss man wirklich sagen, es ist einfach eine ziemlich clevere Regel. Wenn man da schon mit der Strafe Lachs umgeht, dann brechen immer mehr Leute die Regeln. Was nützt mir, wenn er denn, was ich nach New York gehe, da sich rumquatscht oder sich verquatscht, macht die Sache auch nicht besser. Wenn du das machen würdest, dürftest du nie, und ich meine nie zurückkommen, nein, also hätte tatsächlich einen Ausweg, ihn gehen zu lassen, offenbar. Mache ich aber wirklich nicht. Ich sage, ich kann nicht, ich kann es einfach nicht, vergib mir, Julius. Oh, Mist. Oh, verdammt, ich habe zwei gedrückt, nicht drei. Ärgerlich. Warte mal. Kannst du behalten, aber reise sofort damit ab. Nein, 100 Mäuse, das reicht mir nicht. Du bereit, Julius, für mich steht zu viel auf dem Spiel. Genau, zwei. Mein Gott. Also der Dialog ist etwas länger, als es nötig gewesen wäre, glaube ich.
Das kann ich nicht tun. Mach schon, verlass die Stadt. Nein, es tut mir so leid. Vergib mir. Nein, wir sind alle nur Bauern in einem Spiel ohne Regeln. Julius, ich mache es groß. Das verspreche ich dir. Das ist doch Quatsch. Wir sind alle Bauern. Ja, das ist richtig. Aber in einem Spiel mit Regeln. Das ist eben die Sache. Gerade diese Regel hat er ja gebrochen. Aber weißt du was? Ich sag trotzdem 3. Und bring ihn um. Ja, ja. Verlorene Menschlichkeit. Ist okay. Wie viel Menschlichkeit haben wir noch? 8. Ja, das ist wohl noch okay. Gewonnene Erfahrung 1 ist ja gut. Ich weiß, ich hätte es natürlich auch relativ einfach haben können und sagen können, ja, verlass die Stadt, aber gestern gib mir noch Geld und verlass mir die Stadt oder irgendwas in der Richtung. Aber das wäre einfach unlogisch gewesen in dieser Welt. Deswegen habe ich es nicht getan. Und nehme diesen verlorenen Menschlichkeitspunkt durchaus in billigeren Kauf. Weil wie gesagt, es gibt überhaupt keinen Sinn. Die Maskerade muss geschützt werden, das sagen alle Clans, mal abgesehen vom Sabbat vielleicht. Von daher, das wäre einfach nur dumm. Warte mal, hier will ich rein. Denn ich will zurück nach Hollywood. Aber erst nach einem kleinen Schnitt. Bis gleich.